Einen wunderschönen guten Tag und ganz herzlich willkommen, liebe RWO-Fans. Endlich wieder aus dem schönsten Stadion der Welt. Das Stadion Niederrhein meldet sich zur Saisoneröffnung 2014-2015. Und ich begrüße euch ganz herzlich. Heute ist es also soweit. Ab heute gilt es noch eine Woche und dann startet die Regionalliga-Saison 14-15. Heute mit dem Testspiel gegen den KSV Baunatal. Heute war auch rundherum die Saisoneröffnung. Es gab viele Sachen, unter anderem eine Autogrammstunde mit den Jungs, mit den Neuzugängen und natürlich mit der Mannschaft, die schon in der letzten Saison hier im Stadion Niederrhein ihr Bestes gegeben hat. Und da schauen wir jetzt mal rein mit ein paar Impressionen. Wir sind mal mit der Kamera durchgegangen. Viel Spaß! Da hat die Mannschaft und der Verein den Fans was Gutes getan und eine herrliche Saisoneröffnung auf die Beine gestellt. Wie in jedem Jahr hoffen wir, dass diese tolle Saisoneröffnung aus diesem Jahr uns einen tollen Schub gibt für die neue Saison. Und natürlich auch für dieses Testspiel, was jetzt hier stattfinden wird, gegen den KSV Baunatal. Und es ist natürlich auch das erste Spiel des Neutrainers Andreas Zimmermann hier im schönsten Stadion der Welt. Das habe ich ihm schon gesagt, dass das hier steht in Oberhausen. Der KSV Baunatal ist zu Gast und bringt mit Niklas Hartmann. Der wurde nämlich am Wochenende verpflichtet und macht sein erstes Spiel ausgerechnet im Stadion Niederrhein gegen Rot-Weiß Oberhausen. Schauen wir mal auf unsere Jungs. Da sehen wir in der Startelf genau zwei Neuzugänge. Und zwar ist es Nick Briesewatsch und Manuel Schiebener. Und neben Patrick Nettekofen, der auf der Bank sitzt, sitzen da fünf Neuzugänge. Steinmetz, Paul Voss, Justin Mingo, Charbel Choguro und Dominik Reinhardt. Die werden mit Sicherheit Spielluft und Spielminuten sammeln in der zweiten Halbzeit und dann mal die tolle Atmosphäre hier in Oberhausen genießen können. Wir schauen mal, wie es wird. Schauen jetzt auf das Testspiel Rot-Weiß Oberhausen gegen den KSV Baunatal. Ich wünsche euch viel Spaß und danach dann die Interviews. Thank you.
3-0 beim Testspiel gegen den KSV Baunatal. Bei mir ist der Goalgetter vom Dienst, David Jansen. Zwei Tore hast du heute wieder erzielt. Du bist schon wieder fit für die neue Saison, oder? Ja, ich freue mich auf jeden Fall. Also ich glaube, es sind jetzt 5 Wochen dran, 5,5 Wochen. Haben jetzt lange gearbeitet, viel gearbeitet und wollen jetzt einfach, dass es nächste Woche losgeht in Verl. Und klar, ich freue mich, dass ich die Tore mache, aber heute kann ich noch nichts dafür kaufen. Das stimmt. Das ist nicht deine erste Saison bei RWO. Du hast schon die ein oder andere gespielt. Wenn du jetzt mal die Mannschaft einordnen müsstest, wie würdest du sagen, wo rangiert der Teamgeist und ja, das Können? Ja, gut, ich glaube, die gemerkt haben, ist ja, dass unser Teamgeist phänomenal ist, Weltklasse ist. Das Schöne ist, dass wir im Kern der Mannschaft zusammengeblieben sind. Wir 4, 5 junge, gierige Leute geholt haben, die auf jeden Fall auch wollen. Und ich glaube, dass wir auch jederzeit wechseln können und dann auch wieder ein neuer Schub noch von der Auswechselbank kommt. Und ich glaube, dass wir im Soll sind auf jeden Fall. Und die letzte Woche auch jetzt noch auf Verl gut hinarbeiten. Und dann soll es, glaube ich, gut gelingen. Ich wollte noch mehr quatschen, aber gehen wir erstmal zur Mannschaft. Okay. Bis gleich. Jetzt ist er bei mir auch mal im schönsten Stadion der Welt, im Stadion Niederrhein, der neue Trainer Andreas Zimmermann. 3-0 Auftakt. Sind Sie zufrieden? Ja, wenn jetzt der Auftakt wäre von der Saison, wäre super. Dann wäre ich auf jeden Fall zufrieden. Aber auch heute muss man einfach sagen, die Truppe hat das umgesetzt, was wir wollten. Wir haben nur das ein oder andere Tor zu wenig gemacht. Wichtig war mir, dass wir hinten nichts zugelassen haben. Und das war so. Und ja, wie gesagt, das ein oder andere Tor zu wenig. Daran müssen wir arbeiten, dann noch zielstrebiger, noch geiler zu sein auf die Tore. Ja. Sie haben gerade nach dem Spiel direkt eine kurze Ansprache gehalten. Was sagt man da der Mannschaft? Ja, ähnliche Sache wie gerade, ne? Dass sie das auch umgesetzt haben. Und auch, dass sie mehr Tore schießen sollen, sich belohnen sollen für den Aufwand. Und dass sie morgen frei haben. Oh. Jetzt fragt man ja so als klassischer Sportreporter, der ich ja bin, ja. Wenn heute der Auftakt gewesen wäre, wie viel von der Startelf, die wir heute gesehen haben, würde auch in der nächsten Woche, wenn es tatsächlich losgeht, auf dem Platz stehen? Ja, schon eine Menge, ist ja klar. Wir sind bei 80%, die eh nur andere Positionen, die halte ich mir immer offen, ja, aber der Großteil war schon so, wie wir auch in Verl spielen wollen. Ziehen wir mal ein kurzes Fazit von der Vorbereitung. Wie ist es gewesen, 5,5 Wochen? Man hörte, es war schon recht anstrengend. Ja, auch für uns als Trainer vom Staff her, ja, weil wir oft da waren. Ja, die Jungs haben super mitgezogen, muss ich sagen, hervorragend. Aber wir wissen auch, das habe ich denen auch erklärt, dass halt der Grundstein ist, die Basis letztendlich für den Erfolg ist die Fitness, ja, und die Taktik natürlich. Und daran haben wir hart gearbeitet. Ist gut, ein Stück weit haben wir heute schon gesehen. Wir wollen aber noch weiter verfeinern, ja, ein paar Abläufe. Und dann klappt das auch in der Serie. Und dann werden wir hoffentlich sehr viele Siege feiern. Nicht nur hier, auch auswärts. Richtig, ja. Und damit geht es ja los nächste Woche in Verl. Was erwartet uns da? Was denken Sie? Können wir erwarten oder kann die Mannschaft erwarten vom Auftakt? Ja, auf jeden Fall eine andere Einstellung vom Gegner wie heute vom Baunatal, das steht schon mal fest. Ja. Also ich kenne meinen Kumpel Andreas Gollombeck ganz gut, der macht die auch richtig heiß. Das ist klar, wird ein ganz heißer Tanz mit sehr viel Aggressivität und Zweikämpfe. Davor müssen wir gefeit sein. Wir aber auch ein Stück weit Fußballerische mit reinlegen und dann werden wir auch den Dreier einfahren. Zum Schluss noch eine emotionale Frage. Das erste Mal im schönsten Stadion der Welt. Wie war's? Du, war schon geil. Ne? Ja, doch, war geil. Ich habe mir dann so überlegt, erstes Heimspiel gegen Siegen. Wenn dann natürlich noch mehr Zuschauer da sind, ja, hast du noch mehr Kribbeln. Aber war schon super. Man ist ja doch angespannt, das erste Mal hier im Stadion zu spielen. Haben die Jungs super gemacht. Ich bin froh, dass es auch zu null ausgegangen ist. Und jetzt können wir uns direkt vorbereiten auf Verl. Jetzt kann die Saison kommen. Dankeschön und viel Glück. Ja, wie das Schicksal im Fußball so spielt, dein erstes Spiel beim KSV Baunatal hier im Stadion Niederrhein. Herzlich willkommen, Niklas. Wie war's? Ja, also erstmal das erste Spiel war es ja nicht. Ich habe ja schon ein paar Testspiele gemacht. Aber ja, richtig. War reiner Zufall, dass es mich hier wieder hinführt so schnell. Habe ich gar nicht mit gerechnet. Ja, war eine schöne Sache, alte Freunde wieder zu treffen. Habe ja doch ein paar Jahre hier gespielt. Mit dem Spiel bin ich natürlich jetzt nicht so zufrieden. Ja, wollen wir nur über das Emotionale reden. Du hattest ja ein paar Jahre hier bei Rot-Weiß Oberhausen, dann das Stadion Niederrhein. Kommen da nochmal so ein paar Gefühle hoch? Ja, schon. Ich hatte ja hier nicht nur schlechte Zeiten. Ich meine, das letzte halbe Jahr war jetzt nicht so schön. Aber ich hatte ja auch schöne Erlebnisse und ich komme nach wie vor gerne hier hin. Und von daher... Das freut mich immer, wenn ich hier bin. Jetzt spielst du bei Baunatal. Was habt ihr euch vorgenommen für die Saison? Ja, wir wollen nicht Abstieg schaffen. Anders kann man es nicht sagen. Und ist nun mal so, dass wir auch spät erst erfahren haben, dass wir in der Regionalliga bleiben.
und dann demnach schon lange für die Oberliga geplant haben. Und dadurch, dass Mainz 2 und Groß Asbach dann aufgestiegen sind, der Verein dann erfahren, dass er in der Regionalliga spielt. Und jetzt müssen wir halt zusehen, dass wir die Klasse halten. Wäre schön, wenn wir über die nächsten Jahre uns irgendwie etablieren könnten in der Regionalliga. Dankeschön, dass du nochmal zu uns gekommen bist und viel Erfolg in Baunatal. Danke. Mittwochabend, Fußballzeit. Herzlich willkommen, liebe RWO-Fans, hier am EVO Jugendleistungszentrum zum Testspiel gegen den 1. FC Bocholt. Ja, nach der kurzfristigen Absage des Testspiels gegen ETB Schwarz-Weiß Essen war die Vereinsführung gezwungen, sehr, sehr kurzfristig einen Ersatzgegner zu suchen. Und der wurde gefunden in den frisch gebackenen Landesligameister und eben auch neuen Ligagegner unserer U23 in der neuen Saison der Oberliga Niederrhein. Und nun gebe ich ab in die Zusammenfassung Rot-Weiß Oberhausen gegen den 1. FC Bocholt. Viel Spaß! Bei mir Neuzugang Dominik Reinhardt. Dominik, herzlich willkommen in Oberhausen. Danke. Wie waren so die ersten Tage, die ersten Wochen hier? Ja, erstmal eine super Eingewöhnungsphase gehabt. Die Mannschaft hat einen super aufgenommen. Also das sage nicht nur ich, das sagen alle Neuzugänge. Klar, Vorbereitung macht erstmal keinen Spaß, sollte man meinen. Und ja, gewisse Einheiten waren dann auch so, dass man gesagt hat, das war ein bisschen viel, gerade die Einheiten im Kaisergarten. Aber jetzt sind wir so langsam, gehen auf die letzte Vorbereitungswoche zu, mit Vorbereitung dann auf das erste Spiel. Und ja, jetzt schraubt der Trainer natürlich alles runter und jetzt fängt es auch wieder an, richtig Spaß zu machen. Ne? Und da hat man gesehen, eine Spielfreude ist da. Auch das Spiel jetzt war ein bisschen schwierig. Gegner hat gut gestanden, aber wir haben alle Vorbereitungsspiele so gespielt, wie die Vorgabe war. Und da können wir mit zufrieden sein. Ich habe gerade gesagt, du kommst vom MSV Duisburg, Neuzugang. Was war für dich ausschlaggebend, dass du gesagt hast, ich möchte gerne zu Rot-Weiß Oberhausen kommen? Ja gut, in Duisburg habe ich also keine Perspektive mehr gesehen für mich persönlich. Hatte in der letzten Saison ein paar, einen Einsatz in der Drittligamannschaft und war mal ein paar Mal dabei. Aber also wirklich konkrete Zeichen habe ich nicht gesehen, dass mit mir geplant wird. Und da war dann ein Angebot von Oberhausen da und Oberhausen und Duisburg sind eventuell oder sind Rivalen, klar, Konkurrenten, aber sagen wir mal, der Grundgedanke ist in beiden Vereinen gleich, ne? Zusammenhalt, familiäres Verständnis innerhalb des Vereins und das war für mich mit ausschlaggebend, warum ich zu Rot-Weiß Oberhausen gegangen bin. Super Wort auf alle Fälle. Du kennst die Mannschaft jetzt ein paar Wochen, auch klar intern noch viel besser als alle anderen. Wie siehst du das Potenzial für die neue Saison? Ja, also großartig viel hat sich ja vom Kader her nicht verändert zur letzten Saison und man hat gesehen, wozu die Mannschaft fähig ist, gerade in der Rückrunde und da wollen wir auf jeden Fall dran anschließen und ich werde mein Nötigstes und mein Bestes dazu beitragen, dass es vielleicht noch ein bisschen besser läuft, gerade die Hinrunde. Ich denke mal, wenn man das in der letzten Saison von Anfang an so durchgezogen hätte wie in die Rückrunde, dann hätte vielleicht noch ein höherer Tabellenplatz rausspringen können. Ne? Danke dir, viel Erfolg für die Saison. Danke. Und das war's vom Testspiel hier, Rot-Weiß Oberhausen gegen den 1. FC Bocholt. Ich gebe zurück zu dir, Christian, zur Saisoneröffnung. So, und das war es dann vom Saisonauftakt von Rot-Weiß Oberhausen bzw. von der Saisoneröffnung. Ich hatte ja gerade schon Auftakt gesagt, der ist in der nächsten Woche beim SC Verl. Dann geht es endlich wieder los, Regionalliga-Fußball. Dann geht es wieder um 3 Punkte. Ich hoffe, ihr seid zahlreich im Stadion dabei. Wünschen wir uns doch einfach eine tolle, hervorragende Saison, viele Tore und was am Ende bei rumkommt, schauen wir mal. Bis nächste Woche, auf Wiederschauen. Tschüss.